dann habe ich eben diese Informationen, die ich dort erzeugt habe, im Projekt greifbar. Und das bedeutet schlicht und ergreifend, wenn Sie irgendwann, Sie sehen jetzt oben ist automatisch, ne, in dem Moment, wo das neue Projekt erzeugt wurde, auch die Versionsbezeichnung oder Versionierung aufgetaucht mit HS-März-22. Das heißt also, diese Information ist jetzt im Projekt mit hinterlegt und würde Ihnen eben damit jetzt auch automatisch angezeigt werden, sobald Sie eben versuchen, ein Projekt zu öffnen. Okay? Das heißt, Sie sehen eben dieses Projekt-Test, was ich angelegt habe, hat die Versionsinformation, die ich hinterlegt habe. Das Projekt-Muster, was ich eben angelegt habe, hat diese Versionsinformation nicht. Okay? Bedeutet also, in dem Moment in den Videos, wo wir Ihnen ein paar Informationen an die Hand gegeben haben zur Preispflege in den einzelnen Projekten, wird das auch nochmal gezeigt. Ne? Das heißt also, wenn Sie diese Versionsinformation nutzen wollen, der Vorteil an der Stelle ist eindeutig eben der, dass es schon beim Öffnen angezeigt wird, mit was ist das Ganze entsprechend erstellt worden. Die Art und Weise, wie und was dort in der Versionsinformation zu hinterlegen ist, ist etwas selbstverständlich. Sie entscheiden das. Ich zeige Ihnen ganz kurz mal ein Beispiel hier eines Kunden, der die Versionsinformation nutzt. Und Sie sehen eben hier von Preisänderungen über Dokumentationen auch der Inhaltsänderung, der Kalkulation, ist das etwas, was für die Versionsinformation hier genutzt werden kann. Ich switche hier nochmal in eine Kalkulation eines Anwenders. Ne? Dann sehen Sie eben hier auch den Detaillierungsgrad dessen, was eben dort eingetragen wird. Ich bin jetzt mal faul und übernehme mir das einfach mal. Und hier rechts wäre es eben so, dass ich diese Informationen reinschreiben kann. Bitte Achtung nochmal. Nominal ist es so, wenn Sie die Versionsinformationen bis jetzt nicht genutzt haben, heißt es, Sie fangen jetzt an mit Stichtag, Sie nutzen es. Und der Einsatz reine Lehre bedeutet in der VI-Welt, nachdem die Grundeinrichtung der Kalkulation abgeschlossen ist, und Sie das Ganze produktiv nutzen. Ab diesem Zeitpunkt sollte in jedem Falle alles das, was eben dann eine Preisveränderung ist und auch eine inhaltliche Veränderung so dokumentiert werden, dass Sie eben verstehen und wissen oder sich erinnern, wofür das Ganze gedacht ist und eben ganz wichtig auch, wenn eben Kollegen einmal rangehen, dass eben bei solchen Geschichten wie ne, Wärmepumpen vom Hersteller XY werden laut irgendeinem Schreiben in einer Preisinformation oder so entsprechend angepasst, dann ist es halt sehr, sehr sinnvoll, wenn eben die Informationen, die Sie dort hinterlegen, in so einem Falle eben auch dann vielleicht ein bisschen umfangreicher ist, ne? Laut Schreiben vom Punkt, Punkt, Punkt und diese Informationen eben mit da sind, weil in dem Moment, wenn Sie einmal das Ganze mit OK beendet haben, sind diese Informationen gespeichert und Achtung, Sie können das auch nicht rückwirkend wieder anpassen oder ähnliches. Es ist bewusst eben eine automatisierte Dokumentation, die Ihnen und Ihren Kollegen eben die Sicherheit gibt, ne, dass dort auch nicht, wie soll ich es jetzt formulieren, rumgemankelt werden kann und nachträglich dann irgendwas wieder verändert wird oder sonstiges. Bedeutet also nochmal, die Versionsverwaltung kann genutzt werden, muss nicht genutzt werden. In aktuellem Kontext ist es natürlich für die Protokollierung der Preisveränderung quasi kriegsentscheidend. Ergänzend dazu Anpassungen im Inhalt der Kalkulation so dokumentieren, dass Sie oder die Kollegen es entsprechend auch verstehen. Das Datum der Masterkalk ist eine Entscheidung. In der Regel ist das etwas, was dann wirklich auf kalkulatorische Veränderungen, Änderung der Bauleistungsbeschreibung, anderer Ausführungen, anderer Lieferanten gemappt ist. Bei den meisten Anwendern, Sie können sich natürlich für sich selber entscheiden. Und die Versionierung der Masterkalk zum einen eben oben in der Überschrift gezeigt, zum anderen damit immer in dem Projekt entsprechend abgelegt, was mit diesem Stand entsprechend erstellt worden ist und damit auch schon beim Öffnen des Projektes ersichtlich, ist halt eben an der Stelle etwas, was dazu führt, dass Sie schon ne, beim Öffnen wissen, was dort gehauen und gestochen ist. Und Sie haben ganz unten
eben die Möglichkeit hier mit der entsprechenden Auswahl für Druckdatum ab bis zu arbeiten und damit eben das, was hier an Historie hinterlegt ist, einfach als ein Protokoll zu erzeugen. So ist auch dieses Protokoll, was ich Ihnen hier geöffnet habe, entstanden. In der Regel ist das eine Geschichte, was in der Masterkalkulation seltener verwendet wird. Den Videos, wie wir Ihnen zeigen, wie das in einem Projekt aktualisiert wird, ist das entsprechend in der Ausgabe auch mit drin. Das heißt also, in der Regel ist das dann ein Nachweis, der erzeugt wird, um eben Ihre Verkäufer mit einem Dokument auszustatten, dass Sie mit dem Bauherrn, der vielleicht einen Planungsauftrag abgeschlossen hat und jetzt eben bevor er unterschreibt, die Info kriegt, dass das Ganze jetzt halt so und so viel teurer ist, um dort eben die Punkte zu haben, ihm Anführungszeichen zu erklären und zu zeigen, warum diese Preisänderung entsprechend jetzt erfolgt ist. Nochmal, Versionsverwaltung hier wäre eben für Sie so zu nutzen. Wir empfehlen Ihnen eben, selbst wenn Sie es bisher nicht genutzt haben, Stand jetzt das Ganze eben für die Preispflege entsprechend zu verwenden und wichtig dann eben in die Projekte zu aktualisieren. Und dafür steht die Versionsverwaltung in der Kalkulation zur Verfügung.